Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 34, Vers 7, da steht: Ich war am Ende, da schrie ich zum Herrn, und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Und das hören wir jeden Tag, dass Menschen das Eingreifen Gottes erleben. Und wenn du am Ende bist, dann vertrau dich Gott an. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Dein Tal ist nicht das Ende. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Dein Tal ist nicht das Ende. Gott hat für dich eine Lösung. Wie viel stecken so in einem Tal drin? Da ist es dunkel oder schattig und es ist ungemütlich. Und ich sag dir, hab wirklich in diesem Tal auch den Mut, weiterzugehen. Und analysiere nicht dieses Tal und wie schrecklich und wie furchtbar ist die Stelle und wie geht's mir gerade und so weiter und so fort. Geh in diesem Tal weiter. Es gibt eine Tür, die Jesus heißt, die aus diesem Tal herausführt. Aber du musst auch vorwärts gehen und nicht blockieren und dich selbst bemitleiden. Geh vorwärts. Denn für jeden Menschen hat Gott ein Ziel und das sollst du erreichen. Und das erreichst du nicht im Tal, sondern indem er dich herausführen darf. Er zeigt dir den Weg, aber du musst gehen. Danke, Herr, für jeden, der Mut fasst, im Tal wieder einen Schritt zu gehen, vorwärts zu gehen, der Lösung entgegenzugehen, auch wenn noch keine Lösung in Sicht ist, auch wenn es noch dunkel ist, auch wenn es noch stürmt. Danke, Herr, für jeden, der den nächsten Schritt macht. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau bittet um Gebet. Ich bitte um Gebetsunterstützung für eine Heilung meines gesamten Bewegungsapparates, angefangen von der Halswirbelsäule bis in die Füße. Außerdem schaffe ich es nicht, ohne Gottes Hilfe mein Gewicht zu reduzieren, um meine Gelenke zu entlasten. Für meinen Sohn bitte ich um Gebet, dass seine starke und mittlerweile dauerhafte Migräne geheilt wird. Ich danke von Herzen. Jesus, und auch dieses Gebetsanliegen ist dir nicht zu groß und nicht zu klein. Und ich danke dir, dass du diese beiden Menschen berührst. Auch diese Mutter, die hier bittet für ihren gesamten Bewegungsapparat. Danke, Jesus, dass du ihre Knochen und ihre Gelenke wieder in die richtige Funktion bringst. Dass da auch das Schmieröl in den Gelenken wieder richtig funktioniert. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du diese Frau heilst. Und ich danke dir, dass du ihr auch das Verlangen nach Essen wegnimmst, dass es entmachtet ist in ihrem Leben und dass es zur Normalität kommt in ihrem Essverhalten. Danke, Jesus, dass du auch da ihr zur Seite stehst und dass sie auch da in eine Normalität hineinkommt. Danke, Jesus, dass sie heil wird von Kopf bis Fuß. Und ich danke dir auch für ihren Sohn, dass du diese Migräne heilst, dass du auch das ans Kreuz mitgenommen hast und dass er frei ist von dieser Migräne. Und wir schneiden das jetzt ab im Namen Jesus und sprechen Freiheit in seinen Leib hinein, in diesen Kopf hinein. Danke, Jesus, dass er frei ist von jeglicher Migräne. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ihr lieben Daniel und Isolde, bin seit vielen Jahren eure Gebetspartnerin. Würde euch bitten, für meine Kreislaufbeschwerden, Gelenkschmerzen und besonders die Psyche zu beten, die mir in letzter Zeit zu schaffen macht. Mit herzlichem Dank. Und Jesus, auch diese Person wollen wir dir anbefehlen. Und ich danke dir, dass du ihre ganzen Beschwerden kennst, Kreislauf und Gelenk und Psyche. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ihrer Seele Frieden bringst und dass sie wieder ermutigt ist und neuen Mut fasst. Und ich danke dir, dass ihre Kreislaufbeschwerden ein Ende haben und auch diese Gelenkschmerzen aufhören. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist. Auch der Heiler ihrer Seele. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Im Namen Jesus. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Und die Infos sind wie immer eingeblendet.
Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen. Beten Sie bitte für unseren Enkel. Er ist zu früh geboren, trinkt schlecht, schläft nur und hat auch starke Gelbsucht. Die Eltern wollen jetzt zu einem Osteopathen und Heilpraktiker. Wir halten nichts davon. Mein Sohn trinkt auch viel Alkohol. Beten Sie bitte für die Familie. Ja, Herr. Herr, du siehst die ganze Konstellation, die Ungewissheit, was, wie, wo, wer. Und Herr, auch die ganze Situation mit dem Alkohol. Und ich danke dir, komme da mitten hinein und Herr, schenke deinen Frieden. Schenke so viel von dir. Herr, so viel Liebe von dir. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, sei du auch da wirklich der, der die Lösung hat für dieses kleine Kind. Herr, danke, Herr, wir rufen alles in Existenz, dass alles richtig funktioniert. Herr, die Nieren und Leber und was da alles mit zusammenhängt, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du der große Arzt bist, dass du der Herr bist. Und danke, Herr, schenke auch da viel Weisheit den Eltern. Und danke, Herr, dass du es tust. Amen. Amen. Ein Mann bittet um Gebet. Ich möchte euch bitten, für mich zu beten, bezüglich Burnout, Schlaflosigkeit, ich schlafe nur mit Tabletten, aber am wichtigsten die Heilung meiner Seele. Vielen Dank und viel Segen. Wow, das ist wirklich ein Wunsch und ich glaube, Gott erfüllt diesen Wunsch. Und danke Herr, komme da hinein, Herr, schenke da auch einen tiefen Frieden auch in die Seele hinein, in Geist, Seele und Leib hinein, Herr. Herr, dass Ruhe hineinkommt, Herr. Danke, Herr, dass der Burnout, Herr, überwunden wird, Herr. Herr, dass wieder Perspektive da ist, dass eine Leichtigkeit da ist, dass ein Vorwärtskommen da ist. Und Herr, dass sich, Herr, wie es heißt, dass die Seele sich wohlfühlt in dir. Und danke, Herr, für diesen Zustand, Herr, der ein göttlicher Zustand ist. Lass ihn geschehen in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Aus der Schweiz kommt folgende Gebetserhörung. Zuerst möchte ich einfach Danke sagen für den wertvollen Dienst, den ihr mit Hoffnung um 12 macht. Ich bat um Gebet für unsere Schwiegertochter, für eine neue Arbeitsstelle als Lehrerin. Siehe da, 14 Tage vor den Sommerferien bekam sie die neue 40%-Stelle. Das hat mich so gefreut. Gott kommt nie zu spät und unser Großkind ist auch wieder ganz gesund. Und eine Frau schreibt uns, wo wir für ihren Mann gebetet haben. Ich bin überglücklich, dass uns unser Herr erhört hat. Die Gerichtsverhandlung ist so gut verlaufen. Die Rechtsanwältin, die keine Hoffnung auf einen positiven Ausgang gemacht hat, war sprachlos. Gott hat über den Amtsrichter rechtens geurteilt. Es wurde ein Vergleich geschlossen und mein Mann erhält für seine 25-jährige Tätigkeit eine gute Abfindung, die er akzeptieren konnte und er wurde freigesprochen. Danke nochmals für eure Gebetsunterstützung. Gott hat ein Wunder getan, ihm sei Dank und Ehre. Und eine Frau schreibt uns, danke, liebes Missionswerk, für eure Gebete von ganzem Herzen. Danke, Jesus, für die Heilung meiner Zahnprobleme. Ja, Gott ist für alles zuständig. Ja, wie wunderbar, wie Gott Gebete hört. Und an dieser Stelle möchte ich auch allen danken, die mitbeten. Auch die Zuschauer, die mitbeten und die für uns beten und für die Anliegen beten. Auch unser Team, das ständig für diese Sache und für diese Sendung betet. Und wir sehen, Gott erhört Gebet. Hat er auch etwas bei dir getan? Lass es uns wissen. Die Nummer von WhatsApp ist eingeblendet. Oder nimm einfach mal dein Handy und mach ein kurzes Video von dir und erzähl uns, deine Geschichte, wie Gott bei dir eingegriffen hat. Heute der Tipp des Tages. Gehe heute bewusst einen Schritt weiter in deinem Tal. Jammere nicht, sondern geh einen Schritt weiter und sag, ja, ich schaue auf das Ziel und nicht auf die Dunkelheit, nicht auf das Tal, sondern
Ich freue mich auf die Tür, bis sie aufgeht zu meiner Lösung. Schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten für alle Anliegen, auch diejenigen, die wir hier nicht vorlesen können. Wir haben einen Gebetsleitfaden und auch einen Leitfaden für Freiheit. Wenn du einer dieser Leitfaden haben möchtest, dann melde dich, schreib uns deine Adresse und wir schicken ihn dir gerne zu. Und wir wünschen dir nun alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.